Hallo und herzlich willkommen zurück zu Virgil's Downfall. Ich bin Mr. Katafir, let's play in das Kaninchen und wir sind hier unter ordentlichem Artilleriebeschuss. Und müssen mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie lebend möglichst und ohne getroffen zu werden durchkommen. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Das hier ist doch auch schon wieder eine riesige Arena. Siehst du? Das wollte ich. Mehr Schaden ist mehr gut. Ich finde diesen Wirbelangriff total toll. Oh, kann die Sachen kaputt machen? Ich wusste gar nicht, dass ich die kaputt machen kann. Kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Gott, das war knapp. Nein, so viel zum Thema knapp. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich. Okay, ich komm zu dir. Are you okay? I'm fine. But you're dead. It's funny you had to die to understand humanity. I rescued you from demons, remember? I gave you a home, a reason to live. No, you used me and you betrayed me. Everything you hate me for, it had to be done. Really? You deceived us, Virgil. Me and your brother. Dante, now that's a real man. You're weak, almost pitiful. You'll never be half the man he is.
Da ist die Demon-Fähigkeit auch erwacht, würde ich sagen. Naja, wir haben auch nicht so viel gefunden. Ja, das war nicht so gut. Aber ich glaube, die lagen unter anderem auch in dem einen Weg, den wir nicht betreten konnten, weil wir uns hier für einen von beiden Seiten entscheiden mussten. Aber nun ja, wir gucken, was kommt als nächstes. Power Struggle. Zuerst kaufen wir uns aber noch Upgrades. Ich weiß nicht, was ich möchte. Das finde ich eigentlich ganz lustig, nutze ich aber halt immer weniger. Helmbreaker? Ach so. Rising Star? Aha. Ich könnte natürlich sagen, noch mehr Schwerter. Ah, komm, mehr Schwert und einen Punkt nehmen wir uns auf, weil wir kriegen ja jetzt definitiv die nächste Fähigkeit. Den nächsten Modus sozusagen. Und dann haben wir noch einen Punkt übrig. I killed her. And you are stronger now. Isn't that what you always wanted? Power. Absolute power, Virgil. You are a son of Sparta. Become the son of Sparta. Welcome to hell, brother. I don't have a brother anymore. Cute. You know, I was the one running away, living in the slums. You enjoyed a comfortable life. Look who's on top now. You don't belong anywhere. Guess that's why you're here. Well, that and 'cause I killed you. I'm liking the new look. Fuck yeah. Hey, up here. Virgil, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Du sollst hier nicht wieder absolute Power suchen und dich von allem trennen. Virgil! Du sollst lernen, warum du hier bist und nicht... Die hassen... Ach, schon wieder zwei Wege, ne? Die hassen, die dich hierher gebracht haben. Du bist derjenige, der dich hierher gebracht hat. Wenn, dann hasse dich. Du ganz allein bist schuld, dass du hier gelandet bist. Natürlich hast du Cat geholfen. Und das stimmt schon. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und die Frage ist halt, wann er auch wirklich vom, ich sag jetzt mal, vernünftigen Pfade abgekommen ist. Also, hat er Cat von Anfang an nur benutzen wollen und hat sie aus ihrer misslichen Lage befreit, nur um sie dann nutzen zu können, oder einfach wirklich aus gutem Willen? Und ist dann unterwegs von den Dämonen vielleicht? Denn, wie ihr gesehen habt, als wir Cat getötet haben, ist ja eines der Lücken im Herz geschlossen worden. Die zweite Lücke wird definitiv von Dante kommen. Aber wer ist die dritte Lücke? Das ist ja noch offen. Da ist ja noch eine dritte gewesen. Und die könnte ja zum Beispiel von Virgil selbst kommen. Dass er sich selbst noch bezwingen muss, sein... Da war doch was! Hä? Sein böses Ich sozusagen bezwingen muss. Sein dämonisches Ich, sein... Okay, das haben wir. Yeah, Demon Mode. Upgrade and more... Achso, ja. Oh. Ah, komm her.
Hallo, ich hab das gemacht. Hübschi, hübschi, hübschi. Nimm mal dein Schild weg. Oh Gott. Hallo? Ist ganz cool mit dem... Mit diesen Messern, mit diesen fliegenden Messern kann man halt unglaublich gut ihre Angriffe unterbrechen. Du lachst. Und damit entsprechend sicherstellen, dass man nicht getroffen wird. Ach, da oben. Ja, nö, ab. Okay. Mach ich. War das hart genug, Brüderchen? Nicht wirklich, schade. Oh, doch. Ja, wieder die große Frage, warum fallen Dinge runter, wenn andere Dinge schweben? Aber na gut. Da kann ich hin. Okay. Tschüss. Da oben könnte ich auch hin. Ich frage mich, wie ich da hinkomme. Ich frage mich, wie komme ich da hoch? Ha. Naja, gut. Where are you, Dante? Dante wird dir gleich auch einen LKW entgegenwerfen, würde ich sagen. Würde ich mal postulieren. Warum shoot the platform? Ernsthaft? Das kann ich? Wie geil! Oh, das ist so ein bisschen wie bei Alan Wake. Da, wo denn in dem... Ah. Im Add-on, beziehungsweise in den DLCs, konnte man das ja auch später. Wo man ja dann schon ein bisschen gefragt hat, warum haben sie das nicht von Anfang an eingebaut gehabt? Warum musste man das erst in DLCs machen? Und die Antwort ist natürlich... Ich bin in die falsche Richtung gecharged. Offenkundig zählte das trotzdem. Und die Antwort ist natürlich... Ach, hätte ich da... Warte mal, was? Ich komme nicht mehr zurück, ne? Ach, scheiße. Das da oben kann ich bewegen, bin ich mir ziemlich sicher. Na gut, egal. Scheiße, das machen wir später. Dass der Publisher gesagt hat, wir müssen das früher rausbringen, zur Not macht er das als DLC oder mit Absicht. So, ja, hier neuen, damit das DLC noch neuen Content bietet. Ich weiß nicht, ist denn Virgil's Downfall zum Beispiel, ist das auch ein DLC?
Oder ist das von Anfang an mit drinne gewesen? Wie viel habe ich? 1000! Genau 1000! Guck mal, was wir uns kaufen können. Yay! Haben wir noch einen Fertigkeitenpunkt eigentlich? Ja! Stimmt, haben wir ja. Wollten wir ja mal aufheben für den Demon Mode. Also, entweder, dass ich da mehr habe, oder... hübsch. Sehr hübsch. Okay, das interessiert mich persönlich nicht so sehr. War nicht so. War nicht so, aber das finde ich natürlich sehr... das ist, glaube ich, mehr Schaden. Aber mehr Schaden ist, glaube ich, erstmal gut. Denn gerade diese Schildtypen halten unglaublich viel aus. Und das frisst natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit im Kampf, die im Auge zu behalten. Wo wir gerade davon reden. Dante! Nein! Wir haben einen Devil Trigger. It can... it is used to activate special abilities. Aha! Ich halte doch. La da da, la da da, la da da, la da da, la da. La. Na, ich war doch ausgewichen. Mehr. Na, ich bin noch. Ach, Mann, oh. Nimm dein Schild weg. Schild ist nur unfair. Halt! Na? Ein ganz großer, den kennen wir doch. Komm her, los, komm. Na, kühl doch ein bisschen ab. Das Problem ist, wenn der in diesem Flammenmodus ist, kann ich nichts tun. Deswegen muss ich jetzt gerade mal ein bisschen... warten eigentlich, aber scheinbar muss ich das gar nicht mehr. Scheinbar muss ich das gar nicht mehr. Ich kann auch einfach so zu häckseln. Ist natürlich auch schön. Hey, Brüderchen! Brüderchen? Ach, das ist sein Blut hier! Ist das wie Einhornblut? Was? Warum bin ich da nicht drauf gelandet? Komm her! You're gonna pay for this!
ob er dafür bezahlt oder nicht. Was ist denn mit das haben? Gut. Ob er dafür bezahlt oder nicht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ah, bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!